willkommen zu Might and Magic 8, der Tag des Zerstörers. Heute wieder hier in diesem lustigen Dorf, weil ich noch den Rüdiger lernen beibringen war. Letztes Mal, als ich da war, war er tot und wir haben ihn uns hinterher geschleppt. Muss ich noch im Murmelwald eigentlich? Ja, geil, lernen. Lernen ist schon was Geiles, ne? Ein bisschen lernen. Das ist schon was. So. Naja, lernen ist was Tös. Ich habe doch noch nicht Akku-Match gespielt. Kommt herein! Guckt euch den da an. Sie hat einfach nur Brüste, aber der da. Naja, egal, wir gehen mal Arco-Mage spielen, würde ich sagen. Weil ich glaube, ich habe noch nie Arco-Mage gespielt. Ich kann Arco-Mage. Doch, so, jetzt kann ich es anklicken. Siegbedingungen. Hier beginnen alle Arco-Mage-Spiele für jeden Spieler mit einem Turm von 30 und einem Ball von 15. Spiel ist es, einen Turm von 100 und Ressourcen 300 zu kriegen. So, willkommen beim Spiel im Spiel mal wieder. Als halt, wir wissen Arco-Mage. So, erstmal. Ich war einfach zu faul, das komplett zu übersetzen. Das finde ich immer noch fantastisch. Ja, wir versuchen erstmal ein bisschen Ressourcen hochzuziehen. Und dann können wir uns immer noch darum Gedanken machen, wie wir hier gewinnen. Okay. Ja, wenn wir nichts anderes haben, dann haben wir nichts anderes. Dann wissen wir das nicht, was wir haben. Aber gut, ja, hier haben wir von einer Anfang schon relativ viel. Plus 9 Wahl verliere 5 Rekruten, das ist okay. Erstmal gucken. Magie. Erstmal Ressourcenmanager da oben treiben. Wisst ihr, man muss erstmal die Eco voranbringen. Das ist immer wichtig. Zwei Schadenturm, ich darf mal neu ziehen. Na, neu ziehen ist gut, dann ziehen wir die Karte erstmal weg. Ja, hier in der Taverne einfach ein bisschen spielen. Das ist immer ganz angenehm, ne? Immer ganz angenehm hier. Und mal wieder Arco-Mage anpassen nach langer Zeit. Ja, das ist auch lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, ne? Darf man nicht vergessen. Aber das läuft ja ganz gut. 4 Ton verliest 3 Rekruten, 2 Schaden am Feind. Wie das aussieht, Lading. Okay, gut, Hunter, habe ich jetzt gespielt. Gut gemacht. Gib mir mal ein bisschen mehr. Gib mir noch mehr Wand. Ich habe das Gefühl, der Gegner wird durch meine Wand durch. Also, ich den Kristall ganz schön. Oh Mann, ey, er macht dasselbe. Hey, hör auf damit jetzt, ey. Ich geh wieder hoch. Und so, klau dir alles. Okay, er so, nein. Und ich so, doch. Und er so, nein. Und dann nochmal, nein. Und ich dann so, ich klopp echt wieder rum. So sah der Ork zumindest aus. Ey, du kannst dir nicht einfach 2 Steinbrüche holen, ey. Ich zieh mal einen Turm gleich sonst rein, weißt du das eigentlich? So. Ja, Kriegsherr. Das kann man ruhig mal machen, ne? Alter, der zieht sich jetzt selber die Ressourcen hoch. Ich muss die schnell nach oben bringen hier. Ja, da versuche ich jetzt meine Wand hier wegzukriegen, aber ich denke mir so, nö. Bevor der hier genug Edelsteine und den ganzen Scheiß. Ey, hier, meine Magie könnte ich hinterherziehen. Machen wir. Gut, der will meine Mauer unbedingt weg haben. Dann versuche ich mal leider einmal tot zu sein. Nee, noch nicht. Ich bin hier noch gut beschäftigt. Hör auf, mein Kram kaputt zu machen. Ich weiß ganz genau, was du vorhast. Ey, dankeschön, dass du meinen Turm größer machst. Ich arbeite auch mal hier ein bisschen weiter dran, ja. Also ist gar kein Ding. Also deine Mauer hätte ich schon ganz gerne, ne, wenn das hier so weitergeht. Dann warte ich das Ganze lieber nochmal ab. Ja, na gut. Mal gucken, was er macht. Jo, danke. Kann man so machen. Ja, zieh du mal deinen Kram. Ich hole nochmal Edelsteine, gib mal eine neue Karte ins Deck. Ah, okay. Wenigstens werden meine Ressourcen nicht mangeln. Ja, Tor weiter nach oben. Er legt eine Karte ab und zieht eine andere. Macht meinen Turm wieder runter. Am minus ein Schaden plus 10 Wahl. Du gewinnst 5 Edelsteine. Jo, das ist okay. Das ist okay, ich habe eh genug. Dann machen wir dazu. Ja, er reißt sich den Kopf ab irgendwie. Das ist hier Kopfabreißkarte. Jetzt haut er hier doch alles runter, irgendwie, ne? Das finde ich nicht cool. Das finde ich echt nicht nett von dir, weißt du das? Ich hau dich jetzt runter. Das hast du jetzt davon. Oh, Alter. Der will mich jetzt hier unten sehen. Der will mich hier unten sehen. Ist mir egal. Ich kann das genauso gut. Kann mein Tobi auch hochziehen, siehst du? Ja, versuch das mal aufzuhalten, was ich hier mache. Versuch das aufzuhalten. Also ich hau dich hier in der Zwischenzeit runter. Oh shit, ey, der will das wirklich wissen. Ein Kerl. Hau den da. Hau den einfach runter. Oh, schön hat er das gemacht. Weißt du, das, mach ich mal so. Da hat er den Drachen gespielt. Okay. Also, das habe ich schon wieder Drachenlad. Mann, der lässt mich aber auch nicht gewinnen, ne?
kann ich auch runterhauen. Das ist nicht. Ellie, nö. Drachenauge, so. Das hast du davon. Der sieht das nicht ein. Nee, ich geh wieder nach oben. Ja, kannst du machen, was du willst. Ich zieh mich hier nach oben. Ich zieh mich hier nach oben. Gewonnen. Oh, ich habe sogar Geld bekommen, also habe ich ja noch nicht gewonnen. So, das wäre das. Ich habe sogar im Fliegen gespielt anscheinend. Okay. Steinkreis. Ja, Meister Lichtmagie. Lustige Leute hier. Okay, lustiger Typ. Geile Großmagie. Was muss er dafür sein? Ihr müsst Priester des Sonnentempels sein, diese Fähigkeitsstufe zu erlernen. Priester des Sonnentempels. Also es gibt nur diese zwei Sachen irgendwie. Ah, ich habe keine Ahnung. Ja, bestimmt noch irgendwas. Wir sind mal weg von sein. Ja, ist so. Wollte ich auch erst, aber es war noch nicht schlimm genug, sag mal. Einhornherdenführer. Die sind übrigens schlimm. Das kann ich euch sagen. Ich erkenne es nicht. Einhornfohlen. Okay, ist mir zu doof. Ich gehe woanders hin. Die machen. Das will ich nicht. Ja. Ich guck dir mal diese ganzen sensationellen Zeichen hier an. Ich bin da gerottet schlimm. So. Nach Alva will ich nicht. Uiuiui. Ey, das sind Truhen. Die will ich haben. Die will ich ja haben, ne? Glaubt mal dran. Hallo. Ich wollte die Truhen haben. Geil, Geld. So, nehme ich mir erstmal mit, was interessant aussieht, ja? Aus der einen Truhe hier. Ja, nehme ich mir mal mit, hier. Ich bin mir nicht sicher. So, ich alles zu identifizieren geben. Das könnte doch interessant sein. Oh, warum nicht? Ja, kann man auch noch mitnehmen. Was ist denn für ein Ding hier? Okay, ist wertlos. Gut, dass man das erkannt hat. So, also das sieht auch gut aus hier. Ich bin mir nicht sicher. Den hier? Unbrauchbarer Schrott! Stadtportal! Nee, nehmen wir mit. Kann man mitnehmen. Auf jeden Fall. Oh, das wird gleich wehtun, wenn ich nicht rechtzeitig gleich auf die Taste drücke. Ledergürtel des Weihern. Na denn. Auf jeden Fall viel Geld. Und durch meine Identifizierfähigkeit sollte ich jetzt viel mehr hier sehen können. Viel mehr schauen. Ein Zirkon. Härten. Unbrauchbarer Schrott. Perlenring. Unbrauchbarer Schrott. Und Abitus, guck mal, der kann ja alles hier erkennen. Schrott. Alles kann er erkennen hier. Und jetzt schnell nach oben drücken. Okay, das haben wir gut gemacht. Das ist nochmal gut gegangen. Immer Awiu. Oh Gott. Ah! Okay. Bitte mir nicht ins Gesicht schießen, dankeschön. Oh Gott. Garottenschlucht. Also wenn es da unten nicht lang geht, dann geht's vielleicht hier lang. Es ist trotzdem unbrauchbarer Schrott, ja. Awiu immer. Awiu, so. Garottenschlucht, genau, da will ich hin. Ich will nicht die Nagas verprügeln gehen. Da bleibe ich bei. Ich will erst das mit den Nagas fertig machen. Wahrscheinlich hätte ich den Tempel auch zu Ende machen können dann noch. Ja, guck mal, ist das nicht Drachenblüte? Drachenfluchblume. Die Blüten sind dick und was? Und wegzehren? Okay, von mir aus. Das soll wohl ein Wort sein. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben mit dem Wort. So, machen wir hier. Der Einhorn können. Naja, das war schon ein wichtiger Hinweis. Der Einhorn können. Das ist natürlich ein Obelisk und dieser, wo das Obelisk-Gerätsel sogar ins Deutsch übersetzt, ist das nicht nett. Da haben die daran gedacht, das Übersetzungsteam hat aufgepasst. Wir können das Ding auch in Deutsch lösen. Ist das nicht schön? Das macht sogar Sinn, das Rätsel in Deutschen. Von daher gar kein Ding. Von daher doch gar kein Problem. Hier mach mal magisches Auge und mal die Fackel wieder an. Mehr haben wir eh nicht an Fähigkeiten. Doch, du kannst auch Feuer-Aura einrauben. So richtig heftig. Oh yeah, mein Stab. Yeah. Hört sich an wie Command & Conquer-Geräusche irgendwie. Das Geräusch bei Alarmstufe Rot 1, wenn man das Spiel startet. Das ist es. Wollt ihr es nochmal hören? Das Geräusch von Alarmstufe Rot 1, wenn man das Spiel startet? Können wir nochmal mit einer anderen Waffe machen. Seht ihr? Alarmstufe Rot 1. Tja. Das ist das. Wir haben wieder Platz in unserem Inventar. Ich kann das alles wieder neu opfern. Oh ja, die Kiste. Was ist denn das für ein Würmchen? Hier sind aber viele interessante Sachen drin. Okay, von mir aus dann halt nicht. Oh, ein sehr starker Dolch.
Mit Bonus Elektrizitätsschaden. Ich weiß es nicht. Ein viel zu guter Stab anscheinend. Da wird sich Rüdiger drüber freuen. Sehr viel Geld und unsere Trommel. Ja, Trommel des Sieges. Die Eigenschaften dieser magischen Gegenstände sind euch unbekannt. Wenn die Trommel geschlagen wird, ertönt ein gewaltiger Klang mit einem Echo, das scheinbar von Himmel zurückgeworfen wird. Aha. Na, den nehmen wir mit, wa? Würde ich mal sagen. Der wird identifiziert von den Identifizierungsweise. Der kommt drüber. Schärfenfertigkeit plus 8. Ich werde ihn mal aufbewahren für dich, wa? Du wirst ihn bestimmt irgendwann mal gebrauchen können. Also packe ich ihn dir mal ins Inventar. Ah, den Dolch brauchst du nicht. Aber den Dolch brauchst du. Also in welches... Oh ja, ich erinnere mich. Ja. Und der war so gut und der andere war normal gewesen. Guck mal, jetzt hat sie zwei echt gute Dolche hier. Das ist der Feuerschaden eigentlich nur. Das ist eigentlich nur der Feuerdolch gerade. Okay, ist doch nicht so toll. Ja, aber der ist standhaft. Der bleibt so. Der bleibt genauso. Also gar kein Ding. Und hier, ach, da hätte man die Falle sehen können. Da hätte man Telekinese benutzen müssen. ML6 schon Telekinese, X-Fragezeichen I. Warum ich diesen Satz immer noch im Kopf habe, fragt mich nicht. Das ist echt unglaublich. Aber wo war die Save-State-Taste? Bevor ich mich jetzt zerdrücke, einmal manuell. Wo ist die... Ah, da. F11 ist die Schnellspeichern-Taste. So, das ist ja noch nicht alles hier. Hier ist ja noch eine Kiste. Und hier ist noch was Cooles versteckt anscheinend, nämlich... Mir unbekannt. Unbekannt-Rolle. Der Sklaven! Okay, also das, was wir mit Blaze machen. Packen wir mit zu dir. Tagebuchseite. Unbrauchbarer Schrott! Schlachthelm, ja. Unbrauchbarer Schrott! Ring. Da hat der Tagebucheintrag, der interessiert mich am meisten. Ja, was steht denn da drin? Welche Seite ist das denn jetzt eigentlich? Nee, das ist meine Brüder. Es hat angefangen. Für meine Brüder. Ja, mein Rahmenbuch erreicht. Achso. Als ich dort ankam, war aus der Mitte der Stadt das Glühen zu sehen. Ich konnte die dunkle Magie der Luftkast körperlich spüren. Ich habe noch hier angedenk des Empfangs von meinem letzten Besuch in dieser Gegend habe ich beschlossen, Richtung Norden durch Alba zu ziehen, da meinen Weg nach Osten durch Eisensandwüste fortzusetzen. Von dort aus kehre ich meine Heimat in Schattensucht zurück. Als ich heute nach meinem Mahl zu mir nahm, fühlte sich das gleiche Grauen wie schon mal bei meiner jungen Ritterin. Ich sehe immer noch ihre angsterfüllten Augen vor mir. Vielleicht hat der Corbo doch recht. Es ist falsch, dass wir ihr Leben nehmen und selbst weiterleben zu können. Hört sich nach einem Vampir an, wa? Trommel des Sieges ist noch nicht einsetzbar. Ich hatte doch nur keinen Bock, ein Trommeldinge zu machen. Okay. Alles klar. Gut. Damit hätte die Trommel des Sieges und wir haben weitere Informationen über diese Vinicius erhalten. Das ist natürlich ganz cool. Aber naja, das Hauptding ist die Trommel des Sieges und wer will die nochmal haben? Wer will die Trommel des Sieges haben? C-Lieben in Garottenschlupf. Okay, kein Ding, habe ich dabei. Und dann gehen wir wohl in die Eisensandwüste oder... Weiß die Eisen. Nee, die Brakada-Wüste war in My Magic 7, ne? Ja, genau. Zack. Oh, nö, ich verzichte. Ey, die Gegner draußen sind auch nur dafür gedacht, um ignoriert zu werden. Ich kann Zwiebelschuss mal probieren gegen die. Mal sehen, ob Zwiebelschuss was gegen diese Mengen dort bringt. Das ist schon Zwiebelschuss. Kann ich mal einsetzen. Zwiebelschuss, bringt er was? Halt, stopp! Ja, der macht schon gut Schaden, ne? Der Zwiebelschuss ist schon ganz effektiv. Na gut. Wenn man Zwiebelschuss heißt. Guckt euch aber die Zeichnung an. Das sieht aus wie Zwiebel, den man schießt. Da sind vier Zwiebeln einfach. Kann mir noch niemand was erzählen. Die haben jetzt hier vier Zwiebeln aneinander. Ach, egal. Ihr wisst schon, was ich mache. So, Pelzwüstenland. Oh, Pelzwüstenland. Oder war es hier gewesen? Oh Gott. Pelzwüstenland. Jo, die Minotaur und Pelzwüstenland. Hier will ich jetzt... Ah, ich wollte... Scheiße. Gehen wir nochmal zurück. Wir müssen erstmal die Trommel abgeben, ja? Wir geben erst in die Trommel und dann gehen wir in den Westen. Okay? Gehen wir also in die Trommel ab. Ja. Wollte Matze nicht einen Vampir in der Gruppe haben? Wie gesagt, ich will das durch und durch wechseln. Unter anderem werde ich auch nochmal einen Vampir brauchen in der Gruppe. Das ist schon so halb richtig. Aber momentan nicht. Momentan behalte ich die Dunkelelfin, weil das ist meine Entschärfungsmeisterin. Vampir brauche ich eigentlich nachher nur für eine Stelle im Spiel nachher. Aber das war nicht so wichtig. Wer ist jetzt Selim? Und wo wohnt er? Da nicht. So, vielleicht können wir das auf der Karte sehen. Wachmeister.
Meister Seemagie, Meister Gabrielian, Großmeister. Großmeister, wir haben ziemlich viele Meister und Großmeister hier, ne? Muss man ja sagen. Wer ist denn dieser Seeli? Wo wohnt der? Der darf mir ja nicht verwehrt bleiben, ne? Der muss mir ja angezeigt werden. Da ist er! Wo ist die Trommel? Hier ist die versprochene Belohnung. Was habe ich denn bekommen? Erfahrung oder Geld? Weiß ich nicht. Irgendwas. Experte Axt, wo ihr das werden könnt, müsst ihr erstmal behindert sein. Okay, alles klar. Was haben wir noch? Meister Streikkolben. Könnt ihr nicht machen, weil ihr seid behindert. Okay. Kann überleben. Das kann überleben. Was steht da? Drache auf behindert. Großmeister des Behindertsein. Okay, alles klar. Charged Onion Shots. Ja. Nö, ich glaube, wir sind erst mal fertig. Wir sind eh nur Meister und Großmeister irgendwie in dem Gebiet. Und da Abenteuer? Mit euch gehen? Ich denke nicht. Warum soll ich mit Anfänger wie euch anschließen? Weiß ich nicht. Weil du, ich glaube, du bist der Nelix war einer der besseren Leute in dem Spiel gewesen. Das weiß ich. Die man anheuern konnte. Der war irgendwie viel zu stark gewesen. Der hatte viel, oder seine Ausrüstung war so gut. Irgendwie sowas war das gewesen. Irgendwas hatte der zu viel. Irgendwas hatte der von dem Balancing her viel zu viel gehabt. Okay. Gut. Sieht doch ganz gut aus hier. Ja, jetzt gehe ich in den Westen. Jetzt gehe ich in den Westen. Jetzt. Was wollte ich? Stimmt, Felswüstenland. Ach Gott. Felswüstenland, Minotauren. Ich weiß, dass wenn Felswüstenland auf uns ein ganz widerliches Rätsel wartet. Also, ganz widerlich. Aber das sehen wir dann, ne? Wenn es soweit ist. Was soll's. Viel zu viele Schüsse. Dankeschön, gut ausgewählt. So, Felswüstenland. Und wie ich spawn irgendwie auf einen Gegner. Ja, hier! Kannst du uns Futter besorgen? Du bist doch so ein Dunkelelf. Okay. Mehr hast du wohl nicht. Na, ist das so. Ist auch nicht so wichtig. Irgendwie so magisches Futter. Oh! Guck mal, wer zurück ist. Die Weibern sind wieder da, die ich übrigens immer fälschlicherweise als Kind immer Weibern, Weihern genannt habe. Sollen wir sie weiterhin Weihern nennen? Ich glaube, darüber regt sich dann aber Sarah auf. Das kann ich nicht machen. Ermordet! Sehr gut. Sehr gut. Okay, was haben wir denn noch so hier? Welche? Und da ist noch einer. Das sind Weibern, ganz normale. Und da ist ein Gehörnter. Ich kenne die Scheiße nicht. Und das war's dann auch schon, oder nicht? Andere sehe ich hier gar nicht. Andere Prachtexemplare. Können auch einfach alle sterben, wenn die wollen. Wenn die Zickzack auf mich zugeflogen kommen, ist das ja alles egal, oder? Was sind hier überhaupt? Und tot. Okay, was ist denn da? Da ist ja eindeutig was. Oh, das sieht schon wie aus wie ein Käse, wisst ihr das? Aber das ist wahrscheinlich kein Käse. Da sehen wir was anderes. Die Gruft von Korbu. Ein Grabhügel. Hallo? Ich vertraue diesem Gebiet nicht. Ist das... Ich sehe auch irgendwas. Ich erkenne es nicht wieder. Oh, meine Güte. Ich erkenne es nicht wieder. Oh, die haben alle viel Energie. Die Kreatur sagt mir gar nichts. Och, du Scheiße, macht der viel Schaden, wa? Das ist so der Willkommensraum und der Willkommensraum sagt mir jetzt schon, du wirst hier sterben, wenn du nicht aufpasst. Alter. Kommt nicht mal ein Drache gegen an, kommt da nicht mal. Uiuiui. You have to save me. Das kann ich, Rüdiger, ich kann es versuchen. Wenn er nochmal Feuerball schießt, dann war's das. Oh, ich habe ihn tot gemacht. Geil, gibt Geld. Was ist denn hier noch so? Was erwartet mich denn hier? Ich geh mal gucken. Was. You killed me. Fällt dir meine Sonne. Sandy! Ja, ne? Wisst ihr Bescheid? Da gehen wir nicht rein, ja? Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Das ist nicht ein Ort für uns. Ja.
Also wir sind wieder im Felswüstenland, wo wir schon mal gewesen sind in der vorletzten Folge. Ja, jetzt heißt es aber, wie oder was oder wo sind denn diese sogenannten Minotauren und wollen wir uns nicht erstmal einen Käse schnappen? Ja, können wir mal gucken, ob wir den Käse... Nee, das ist der Käsetempel, wo wir nicht reingehen können, glaube ich. Das ist der Ebtempel und der... ja, das... Jo! Das ist der Tempel. Aber brauche ich da viel Schweben? Komme ich da nicht auch so hin? Kann ich das nicht auch so schaffen? Nee. Dafür brauche ich Schweben. Und Schweben haben nur Vampire. Sonst schaffen wir das nicht. Ja, das ist nicht der Mechanismus dahinter. Wenn ihr da nicht rüber schwebt, dann seid ihr gar... Ich glaube, Sprung geht auch, aber ich habe ja noch nicht mal einen Sprungzauber, oder? Rüdiger, hast du einen Sprungzauber? Ja, das dachte ich mir. Ich musste mir unbedingt mal Zauber aufstocken. Ja. Der gelbe Käsetempel, ja, so kann man ihn. Ich habe komische Froschgeräusche gehört, die haben mich nervös gemacht. Die haben mich nervös gemacht, ihr habt die gehört. So, was ist denn hier? So, das ist dieser komische Schacht. Da müssen wir rein. Das ist dort, wo wir reingehen wollen. Übrigens, und das sind Messing-Gorgon. Das ist ein Unterschied. Das ist der Gang, wo wir reingehen wollen, das andere sind Messing-Gorgon. Gehen wir nochmal rein. Was er ist, ja, das ist eine gute Frage. Balthasars Zuflucht. Sildorf-Schacht scheint der einzige zumindest zu überfluten Minotauren-Stadt Balthasars Zuflucht zu sein. Ja, die ist auch, wir schon... Okay, die sind, glaube ich, kriminell und breit gebaut. Wie schon in der Cutscene gezeigt wurde, wurde Balthasars Zuflucht durch dieses Wasserdingens überflutet. Dementsprechend ist es unsere Aufgabe, was dagegen zu machen. Und bestimmt wird das schon ausreichen, damit... Was ist da? Triton? Ich erkenne es nicht. Wer seid ihr denn? Hau ab! Habt ihr wenigstens Geld? Nicht? Ermordet! Habt ihr Geld? Ihr habt Geld. Oh, seid ihr nicht die Gegner, die unendlich viele Dreisacks fallen lassen? A gleich 1. Jo, das ist das Rätsel. So, erstmal Tönnies. Ah, wer ist da? Wer ist da? Ihr glaubt vielleicht, dass ich mich mal verletzen zu einer leichten Beute machen, aber wisst ihr, meine Axt ist scharf. Moment, ihr gehört gar nicht zu den Plündern. Wer seid ihr, Flut? Auf die anderen namens Karnier. Ich befürchte, dass die meisten der Herde tot oder in der Höhle gefangen sind. Plünderer. Es gibt viele Verbrecher, welche die Stadt in dieser Situation überfallen würden. Ich habe bereits Plünderer und Schlimmeres vertrieben. Eine von den Zogs-Patrouillen kam kurz nach der Flut hier vorbei. Ja, die habe ich schon umgebracht, den Zog. Ich habe sie vertrieben, aber einige sind entkommen. Ich bin sicher, dass sie wiedergekommen und Verstärkung mitbringen werden. Willst du dich anschließen? Nein! Jemand muss zurückbleiben. Okay, nein. Okay. Weiter ist das Zuflucht, hat viele Etagen. Es gibt auch weitere Kammern, die so hoch wie diese liegen. Vielleicht haben sie dort andere überlebt. Ich habe lange darüber nachgedacht. Obwohl viele der Tunnel mit Wasser gefüllt sind, ist es vielleicht möglich, das Wasser abzupumpen. Hier haben wir die Türen und Luftschächte als Ventile einsetzt. Bestimmt könne man das ganze Versteck mittels des Fluchttunnels auf der untersten Ebene entwässern. Helft meine Herde, wir würden euch für immer dankbar sein. Jo, das ist jetzt auch unsere Aufgabe. Wir beginnen mit den einfachsten der einfachen Sachen. Hier ist nicht der erste Wasserspiegel, nämlich schon. Wenn ihr da drauf drückt, dann ist damit schon mal Geschichte. Aber ihr habt Megatritons, die immer wieder runterrutschen. Das könnt ihr euch übrigens sehr gut ausnutzen. Das sieht auch verdammt übrigens hässlich aus. Das ist auch Triton-Krieger. Das weiß ich! Okay, von mir aus. Wie ihr sehen könnt, wir haben einige Ratschen was drauf und da kommt auch ziemlich böser von denen. Triton-Overlord, der Triton-Kreuzritter, wollte ich schon gerade sagen. So, den machen wir tot. Und den machen wir tot. Also, die sind ganz schön stark. Die halten ganz schön weit aus hier. Also, da muss ich schon mit ein bisschen Vorsicht vorgehen. Die sollen ja auch für Möglichkeiten ganz runterrutschen lassen. Wir kennen die Scheiße nicht. Ja, ist so okay. Die sollten uns für Möglichkeiten auch ein paar Mal zurückziehen, sobald wir können. Aber wenn der runterrutscht, dann solltet ihr runterrutschen lassen. Wir sollten uns immer das Game Design zu unserem Nutzen machen. Das ist wichtig bei meinen Magic-Spielen. Weil ich glaube, das hat die Programmierer irgendwie so mit eingeladen. Mach mal Glanz. Wow, wow. Das wird sie nicht angegriffen, oder wie? Das ist ja auch witzig. Ey, jetzt hau doch mal ab hier, Mann. Die Kreatur sagt mir gar nichts. So, tschüss. Schluss jetzt, ey. Kannst du nur am Ärger machen hier, dieser blöde Megatriton da. Ja. Ja, Overpower des Runden ausnutzen, das kann man ruhig so sagen. Definitiv, das ist definitiv so.
So. Notizen-Krisensitzung. Aha. Was macht er denn was da? Was weiß ich? Was macht der denn da? Aua. Okay. Peter ist wieder da. So, mal gucken. Oh nein. Im Plan. Verwendet die alte Belagerungstür, um die Höhle trocken zu legen. Reihenfolge der Hebel. A. B. C. Nullstellung ist A. Tritons. Aufpassen. C. Unterster. Aha. A, B, C. A, B. Okay. Also dieses müsst ihr auf jeden Fall B drücken, ne? Das ist, glaube ich, klar. So. B haben wir gedrückt. Das hilft mir aber nicht gegen diesen komischen Typen hier. Der will nicht sterben. So. Ja, irgendwas dreht immer durch in dem Spiel. Das stimmt schon, ja. Da kann man sich drauf verlassen. So, was haben wir hier? So ein Ding. Was soll ich denn damit? Was ist das? Das kann doch keiner gebrauchen. So ein Gegenstand, den Micha mitnehmen würde, aber ich noch nicht. So. Also da geht's nicht lang, da geht's nicht lang. Geht's denn hier lang? Jo, tut es. Also, ab da. Ja, das komische Rätselland ist hier, wie ich schon sagte. Und auch das komische Land der Tritons. Weil sonst wären sie nicht solche Arschlöcher und würden auch nicht die ganze Zeit versuchen, mich zu töten. Was ist eigentlich, wenn ich von hier schieße? Ich kenne die Scheiße nicht. Das hat wehgetan, wie ich sehe. In der Jörg immer. Oh, Jörg. Yeah. Immer so in die... Oh. Hallo. Yeah. Oh, was für lustige Wassergeräusche, wie so ein Fisch. Aber er rutscht leider immer wieder runter. Das ist ärgerlich für ihn, weißt du? Wenn du jetzt so treffen würdest, dann wäre das nochmal nützlich für dich, aber leider triffst du nicht. Also bin ich einfach deinen ganzen Kumpan um. Ich könnte aber einmal gleich den Rüdiger heilen. Ja, ich glaube aber... Ja, den kloppen wir weg. Mal sehen, wie weit wir noch kommen. Bei denen hier noch Lust, aber ich sag doch, man findet hier die ganze eigene Scheiße. Auf jeden Fall ist das Licht gerade wieder ausgegangen und ich habe irgendwas bekommen. Irgendeinen verkackten Speer oder eine Axt wieder. Hier, guck mal. Ich bin zu schwul. So eine Scheiße kriegen wir hier die ganze Zeit. Ist wirklich wertlos, glaub mal dran. Oga, Kampfstab. Ich habe den anderen Stab noch nicht identifiziert. Aber hier, guck mal, hier sind Leute. Boah. Überfluteter Laden. Das ist nicht schön. Das ist ja überhaupt nicht schön, oder? So, da müssen wir mal... Da müssen wir mal ein bisschen näher rangehen jetzt an... Nee, müssen wir gar nicht. Das geht so. Das ist okay. Das ist okay. Was müssen wir jetzt dieses drücken? Was sagt unsere lustige Anleitung? Als dieses wird gedrückt. C. Okay. C. Hallo Wasserleute. Schön, dass ihr mich besuchen kommt, aber wisst ihr, so wirklich kämpfe ich gerade nicht. Aber wenn ihr aus dem Wasser rauskommt, könnt ihr auch bestimmt wieder reingehen, oder? Nö, könnt ihr nicht. Das ist aber schade für euch. Mann, wo das wohl kommt. Ja, ja. So ist das manchmal, ne? So ist das manchmal. Mit den Spielen. Tja, auf jeden Fall haben wir C gedrückt. C ist unten. Und jetzt können wir hier runter gehen. Und als nächstes sollen wir E drücken. Und da ist er E auch schon gewesen. Das habe ich schon aus dem Auge gesehen. Wir tauchen Kettenpanzer. Was ist denn das? Eine willkommene Überraschung. Mehr Rüstung. Klar, ein bisschen weniger Lebenspunkte. Aber das ist nicht so schlimm. Aber mehr Rüstung. Das ist cool. Was macht er eigentlich? Konntest du nicht, ne? Genau, das war's gewesen. So, als nächstes sollen wir auf jeden Fall gleich E drücken. Ich will mal gucken, ob hier was ist. Ist hier irgendwas? Ne. Also nichts, was ich nicht auch so nicht sehen könnte. E. So. Was ist das denn da zu spielen? Ich habe E gedrückt. Da komme ich nicht lang. Aber vielleicht kommt hier der Spinner gleich, der hier schon die ganze Zeit rumläuft wie ein Irrer. Warte, ich habe den Schwert jetzt oben. Sehr gut, Lukas. Sehr gut. Sehr gut. Das freut mich sehr zu hören. Herzlichen Glückwunsch dafür. So, als nächstes. Was muss als nächstes getan werden? Wo ist meine lustige Anleitung? Das muss der Drache hier immer vorlesen. E, G. Wir brauchen ein G. Wo kriegen wir denn ein G hier? Was ist denn jetzt nicht mehr überflutet? Ich glaube, hier rechts, hier links ist nicht mehr überflutet, ne? Scheiße. Ja. E. Jetzt müssen wir ein G finden. Wo ist denn ein G? Hallo, Mann. Hier jetzt? Ah, hier. Ah, hier. Ja. G. Dankeschön. So, den hätten wir. Als nächstes kommt... D. Kommt wieder. D. Okay. Und dann suchen wir halt D als nächstes wieder. Wo ist denn D? D ist hier. Kein Ding. Als nächstes kommt J.
J ist als nächstes dran. Aber wo ist denn J? Wo ist denn das J? Das ist jetzt ein bisschen hin und her gerannt, wie ihr sehen könnt. Aber das gehört zum Spiel einfach mit dazu. Das ist nicht ein super heftiges Rätsel, Leute. Das müsst ihr verstehen. Das müsst ihr erst mal schaffen, dieses Rätsel zu lösen. Funkenflug. Rüdiger kann auch mal ein bisschen Schaden machen. Wird totgeklappt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht macht er auch keinen Schaden. Ah, aua, er ist die ganze Zeit so, aua, nein, ah. Okay, gut. Wo kommst du denn jetzt her, Mann, ey? Hier, willst du kloppen? Willst du kloppen, hä? Willst du kloppen, hä? Willst du kloppen, hä? So. Was sagt die J, ne? Haben wir ein J? Irgendwo? Hier, erstmal heilen hier, die Olle. Das tut dir sonst nicht gut. Ein J. Ein J. Oh nein, Drachenkönig! Lass mich in Ruhe. Du bist kein Drachenkönig, aber irgendwie siehst du voll mächtig und rot aus. Da habe ich so ein bisschen Angst vor dir, weißt du? Nimm mir deine Übel. Nein, ich hauen! Okay, er will mich erstechen mit seinem Fischstäbchen schlägen. Oh, da ist das J. Ich sehe das J. Du wirst mir das J nicht weg, die Fischstäbchen, Mann. Das ist, glaube ich, Captain Iglo, als er mutiert ist oder so. Und dann sind ganz viele Captain Iglos rausgeworden. Ja, das Rätsel macht mehr Sinn als das im Wahn, ja. Aber gerade vom Wahn haben sie auch einfach nur gezeigt, was für Trackies sie sind, ey. Das ist alles, was sie gemacht haben dort. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach nur irgendwelche Spinner vor mir stehen. Ja, von hier aus. Wir schießen sie trotzdem ab. Wir schießen sie trotzdem ab. Da kenne ich nichts. Dann heilen wir uns mal hoch. Ja, du bist auch so... Wie eine Kuh. Wie eine Kuh, ja. Er kämpft wie eine Kuh. So. Ich weiß nicht so genau. Das ist ja auch ein Scheißdolch. Ja, J auf jeden Fall. Übrigens, die ganzen Häuser müsst ihr euch noch nicht für interessieren. Das ist etwas, da können wir eh nichts dran ändern gerade. Die sind eh alle verlassen. J, C. C ist als nächstes dran. Dann Zeit für C. Ja, beides ist das Zuflucht war immer ein Ort, den ich als Kind damals immer gehasst habe. Also wirklich gehasst habe, weil er einfach so war, wie er war. So, als nächstes geht man wohl wieder hier. Irgendwo läuft ja auch ein Typ herum, glaube ich, oder? Nee, C. Ah, da ist das C, ja. Und wieder hoch. So. Der ist hier hochgeschaltet. C. Dann E, dann F. C haben wir, ne? E. Kommt als E, ist das. E. E. Haben wir. Schön. Als nächstes kommt F. Wo ist denn das F? Ist das F hier gleich an der Nähe in der Ecke oder ist das jetzt... Oh, nee, ist wieder überflutet. Das F. Das F, das F, das F. Wo ist denn das schöne F? Das F wird irgendwo sein. Nur wo, das weiß kein Schwein. Okay. Aber irgendwo ist das F schon. Ich gucke jetzt C und E. Guck mal, ein F! Schön. Da ist das F. Schön, dass sich die anderen immer wieder automatisch verschießen. F, D. D als nächstes. D. Das will ich noch gerne fertig kriegen hier, den Part. Den Kram hier. D. D. Haben wir. Nach dem D kommt das I. Tja, wo ist denn das dicke Muda dinke I? Das ist eine gute Frage. Ich habe sie mir selber schon gestellt. Das I. Wie in Reef Bags, nur dass es mit EE geschrieben wird. Hallo Emperor. Vielleicht hier unten. Hier kann man ja lang gehen. Also, an lang gehen, außer. Ja, hier guck mal, hier sind Gegner. Das sieht sowas von nach einem I aus. Wenn ich mal einfach mal so sagen. Das ist so ein richtiges I-Gebiet hier. Wisst ihr, das riecht sogar schon nach I. Ja, okay. Puh, war einfach da und optional. Okay. Gameboy fragt dich, ob Q notwendig war. Hä? Du? Q ist nirgendwo, glaube ich. Ich glaube, Q haben sie aber wieder so zum Spaß eingebaut. Also, falls ihr jetzt hier irgendwo ein Q gesehen habt, Q selber, der war nicht notwendig, ne. Der war einfach nur, weil, ich glaube, wir zeigen mal, wir sind verdammte Trackies. I, C. Und dann unterster. C, unterster. Unterster ist wahrscheinlich hier hinten, ne? Das wird der unterste sein. Weil denkst du, anders komme ich ja nicht lang. So, C auf jeden Fall. C, 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 C. Oh nein. Also. C. Was ist Reset?
Nullstellung ist A. Oh, da sollte ich ja da nicht rangehen. Ja, sieht aus, hier muss ich gleich wieder eine Schnittsequenz hier einbauen. Wenn das so ist, dann wird das auch gleich gemacht. C. Ich speichere mal kurz vorher ab. So. Das war noch nicht. Das wird wahrscheinlich der andere Hebel gleich sein. Da krabbelt doch noch einer herum. Ich sehe dich doch. Aber da komme ich nicht hin. C habe ich gemacht. Da muss das ja hier unten sein. Jo, das sieht sehr vielversprechend aus hier gerade mit den Kreuzrittern. Die sehen ja böse aus hier gerade. Ja, auch nicht zu hauen hier. Geh einfach weg. Nein, nicht hauen. Zum Glück weiche ich mir da anscheinend ganz gut aus bei der ganzen Angelegenheit. Rüdiger, mach mal Funkflug darunter, reiz dir mal ein bisschen. Nicht? Reiz dir mal ein bisschen. Haha, ich hab dich. So. Einzeln rausziehen, ey, so geht das. Einzeln Ick! Hab ich nur gehört. So. Ermordet! Ermordet, sagt er. Und da sind noch mehr Gegner. Ja, die hauen wir nochmal auf die Fresse, würde ich sagen, wa? Der hat gesorgt auf die Fresse gerade. Schießt gleich eins auf die Fresse, sagte der. Ja, ganz ehrlich, aber als ich das Spiel damals gespielt habe, habe ich das nicht verstanden, Gameboy. Weil ich aber die Zahlen nur gesehen habe und nicht die Buchstaben irgendwie in meinem Kopf damals, als ich noch verdammt jung war. Dementsprechend hat Balthasars Zuflucht mir immer Probleme gemacht. Weil ich diese Notizen nie gelesen hatte. Ich hatte die wirklich nie gelesen und dementsprechend habe ich das Rätsel nicht geschafft. Ich bin ein dummer Junge, ich weiß. So, oh, da ist er ja. Da ist der unterste Hebel. Was ist denn auf der anderen Seite noch? Nichts. Also, ich schätze, ich muss jetzt einfach eine Schnittsequenz wieder einsetzen. Wenn ihr gleich eine abrupte Pause macht, dann kommt euch gleich nichts mehr sagen, dann wisst ihr Bescheid. So, okay, die geht auf einmal von mir aus. Wow, cool. Kriege voll auf die Fresse! Hilfe! Könnte durch den Hintereingang fliehen, aber will ich das? Will mich eigentlich kloppen hier gerade, ne? Das macht eigentlich mehr Spaß. Und solange ich noch nicht tot bin. Aua, das tat weh. Müssen wir auch noch nicht weggehen, ne? Will ich mal sagen. Nein, nicht magisches Auge! Nein! Oh nein! Das ist alles so verquert! Alle, also, erstmal heilen so. Ja. Ich hau euch kaputt! Nein, das tust du ja nicht! Wir sind gerade am Sterben! So, okay, da haben wir so Rüdiger wieder. Er kämpft wie eine Kuh. So, das hätten wir erledigt. Und den auch, und damit wäre das durch. Zack, zack. Okay. Wenn ihr hier durchgeht, dann kommt anscheinend, da kann man die Ampel. Ach, der liegt hier ganz unten, Masul. Seid grüß, ich bin Masul, Herrenmeister von Balthasar Zuflucht. Ich war aus irgendwelchen Gründen hier drin. Im Namen meiner Erde danke ich euch für unsere Rettung. Ich war sicher, dass unser Schicksal besiegelt sei. Jetzt scheint es, es würden wir überleben. Ich freue mich darauf, unsere Höhle wieder aufzubauen. Allianz! Wünscht ihr, dass meine Herde der Allianz beitritt? Wie könnt ihr euch das abschlagen? Ihr habt uns nicht nur von unserem sicheren Tod gerettet, auch haben wir uns dieser großen Sturm der Elemente gelitten, der diese Allianz bekämpfen soll. Ihr habt meine Treuheit. Ich selber werde in aller Eile nach Rahmbruch reisen, dort im Rat der Allianz zu sitzen. Ja, cool, ich habe Minotaur und ich habe einen Drachen bereits in meinem Rat. Ist das nicht klasse? Kann ich auch irgendwie mal sowas wie Menschen in meinem Rat haben oder ist das zu viel verlangt? So. Ist wahrscheinlich zu alte Schule, ist das wahrscheinlich. Ich weiß nicht so genau. Gar nicht wahr? Ist Kraftheilung. Kraftheilung ist ein guter Zauber. Kriegt ihr. Nee, nicht der Anabolika-Fixer hier. Ist er übrigens. Okay, dann verrecke ich halt. Okay, dann verrecke ich halt. Das Ding ist durch. Okay, dann verrecke ich halt, sagt er. Okay, dann verrecke ich halt. Ah, schön. So, hier sind noch ein paar letzte. Die machen wir auch noch tot. Hau ab, jetzt. Hau jetzt ab. So. Ja.
So. Ich weiß es doch nicht. Regnanische Lederrüstung. Da freut das passt sich. Passt nicht, Alter. 15 auf Ausdauer, ja. 5 auf Rüstung. Ja, nee. Da ist sie noch nicht gut genug. Das gibt zu viel Rüstung, als dass sich das lohnen würde. Da die eine Rüstung gegen 10 Ausdauer auszutauschen. Meister Eder. Okay. Meister Geistesmagie. Meister Schneistesmagie. Was haben wir hier noch? Einen blöden Trank. Wasser atmen. Warum? Unbrauchbarer Schrott. Und ein Zauberstab. Nehmen wir natürlich auch mit. Gar kein Ding. Eine Bank und Training. Der Laden ist zu, Pisser. Okay, dankeschön dafür. So. Ihr möchtet unterrichtet werden. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Okay, gut. Das hätten wir geschafft. Wir sind wieder vorangekommen im Spiel. Wir haben den zweiten Pakt für die Allianz gemacht. Wir haben einen weiteren Treueeid und ich glaube, hier ist ein guter Moment, um aufzuhören. Bei meinem Magic 8. Nächstes Mal schauen wir uns die Stadt hier ein bisschen weiter an. Schauen wir, was sie uns zu bieten hat. Ihr Hilfe? Wir wünschen euch Glück. Wir gucken uns die Stadt weiter an, dann schauen wir mal, was wir daraus noch so. Eigentlich nicht, ist ganz gut. Okay, dankeschön. Nö. Das ist eine echt gute Waffe. Wenn wir jemanden hätten, der die Äxte benutzt. Aber haben wir nicht. Also, was soll's. Tja. So, ich würde sagen, hier ist Schluss. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Und ja, ich habe Bock auf Essen. Von daher würde ich sagen, hier, Schluss mit diesem Part. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Wenn es weitergeht. Jo. Und das macht auch Spaß, das Ganze hier. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und ja, dann ist ja alles super. Tschüss. Und bis zum nächsten Part.